ist schwermetallisch. Ich sitze hier mit dem Vassilios Maniatopoulos. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Fantastisch, das hätte nicht besser sein können. Von Rage und Tri-State Corner. Jo, ja, wir schwatzen jetzt mal ein bisschen. So, Buzuki Metal. Ja. Muss ich tatsächlich erstmal nachgucken, was ist denn Buzuki? Und das ist ein Saiteninstrument, was ihr gerne zwischendurch mal nutzt. Genau, das ist eine griechische Laute, ein traditionelles Instrument, ein Achtseiter. Findet man im Hardrock, Rock oder Metal eigentlich eher nicht. Und dadurch, dass wir griechische Wurzeln haben, mein Bruder und ich, das ist der das auch spielt in der Band, und ich so hart im Hardrock und Metal seit Jahrzehnten unterwegs bin, haben wir dann, und er eben nicht, haben wir dann vor vielen Jahren, vor jetzt mittlerweile 17 Jahren, diese beiden Welten zusammengeführt und versucht, was draus zu machen zusammen. Und jetzt besteht diese Band tatsächlich im Original-Line-Up seit 17 Jahren. Das ist jetzt die 6. Veröffentlichung. Also wir haben einfach das, was wir so mitgekriegt haben, Wurzeln und das, was wir gelernt haben und das, was wir, sagen wir mal, erlebt haben, womit wir aufgewachsen sind, das haben wir alles zusammengeschmissen in einen Topf und daraus versucht, was zu machen, was uns allen gefällt. Und irgendwie hat es eine neue Note bekommen. Ja, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn, sag ich mal, so fremde Einflüsse reingebracht werden in den klassischen Metal. Dann denke ich mir schon mal, aber doch, es wird gut verquickt, wie der Deutsche so sagt. Ne? Es ist tatsächlich, es gibt viele Leute, die meinen irgendwie, sie könnten alle Einflüsse irgendwie zusammenschmeißen und das passt schon. Und das kann ganz gewaltig in die Hose gehen, aber es kann auch funktionieren, so wie bei euch Jungs jetzt. Muss ich das dann doch schön, mal. Das freut mich. Es ist in der Tat so, wir haben ja auch gar keinen Abstand dazu. Also jeder, der sowas macht, meint ja auch, dass das eine gute Lösung ist. Und genauso haben wir das auch gemeint. Und natürlich bin ich davon überzeugt, dass es gut miteinander funktioniert. Allerdings ist das nur meine Überzeugung. Je mehr Leute wie du und andere Leute da draußen das empfinden, desto mehr bestätigt uns das. Und mehr ist es auch nicht. Also es hätte auch sein können, dass wir irgendwas gemacht haben, was die Leute eben nicht gut finden. Und dann hätte es einfach nicht funktioniert. In dem Fall hat es irgendwie ganz gut geklappt. Ja. Die neue Platte wird heißen Stereotype? Stereotype, ja. Wer hat denn das Cover dafür designt? Das ist ja noch ein schickes Teil, ne? Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Macht nichts. Ich habe, wie du schon eingangs erzählt hast, ich bin bei Tri-State, ich singe dort und spiele Schlagzeug bei der Band Rage, die der ein oder andere kennen mag. Als das alles angefangen hat vor vielen Jahren, mittlerweile sind wir jetzt im 7. Jahr, habe ich eine Firma mit einem Partner zusammen eine Firma gegründet, die heißt Lucky Bob Music Agency. Und einfach um meine Projekte herum, einfach wie, ne, ich brauche jemanden, der bookt, also komm, lass mal alleine machen und so. Und mittlerweile sind wir 7 Jahre alt, haben 10 Mitarbeiter und das ganze Ding hat zum Glück sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben 25 Künstler, die wir betreuen und unter anderem haben wir eben einen Grafiker beschäftigt, seit einigen Jahren jetzt, in-house, der sämtliche grafischen Dinge macht, auch für Rage und auch für andere, Nazareth und sowas. Und der hat nicht nur das, sondern auch die Artworks davor, so gut wie alle, hat er bearbeitet. Der Karim König heißt er, ist ein wahnsinnig kreativer und unheimlich toller Typ. Und der hat einfach die richtigen Ideen. Und wir haben natürlich Infos gegeben, worum es geht bei dem Album. Und bei TSC ist es auch so, dass Inhalte immer eine große Rolle spielen, was wir erzählen und worum es da geht. Und welche Elemente wir verarbeitet haben wollen, aber er hat dann am Ende schon sehr viel von sich da reingebracht und diese Version gewählt mit dem zwei Gesichtern, ne, und so und mit den 7 Todsünden, die verarbeitet sind innerhalb des Covers und so weiter. Ja, also Karim König heißt der gute Mann und arbeitet bei Lucky Bob Music Agency, kann ich nur empfehlen. Ja, da muss ich auch sagen, hier, da gibt's an die Fans da draußen, die die Jungs hier schon kennen, da gibt's auch eine super hübsche Deluxe Box Set Edition mit einem Lanyard, Aufkleber, Kühlschrankmagnet, Schuhe, Hose, Mütze, Haus, alles dabei. Genau, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, alles dabei.
Impfung. Impfpass. Alles. Genau. Hier, ich habe den Prototypen davon. So sieht das Ding aus. Und was total geil ist, ist, dass die Verpackung, das finde ich selber total steil, die Verpackung selber ist quasi ein Spiel. Und zwar ein Backgammon-Spiel. Für die Backgammon spielen können. Ne? Das ist nicht einfach nur eine Packung, wo Zeug drin ist, sondern man kann das einfach verwenden. Und das ist voll geil, also finde ich. Backgammon ist so ein traditionelles Spiel in Griechenland, als auch in der Türkei und ich glaube in den nordafrikanischen Ländern auch. So alles, was so Osmanien und Orient ist und so. Und aber es ist ja mittlerweile weltweit bekannt. Und wir haben einfach gedacht, lass uns doch irgendwas machen, was noch einen Mehrwert gibt, weil du ja die Kiste ja sowieso hast. Und ja, das ist eigentlich bis jetzt für die, die es mitgekriegt haben, immer ganz gut angekommen, weil es einfach ein lustiges Gimmick ist. Ne? Zusätzlich zu all dem, was da drin ist oder so, kannst du damit dann auch was machen. Ja, ich finde es immer super, wenn man halt so eine Edition hat mit ein bisschen Mehrwert, wo nicht irgendwie nur stumpf eine CD hast, vielleicht dann noch nur hier in der Papierversion, in der Pappversion. Und das war's dann. Ich glaube, dass diese wirklich spannend ist. Zunächst mal ist das für uns das erste Mal überhaupt, dass wir sowas machen. Ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt die 6. Veröffentlichung, also das 5. Album und da gab es noch eine EP. Und wir hatten immer einfach die klassische CD, weil einfach die Band auch nicht groß ist oder war. Und dann ist es in den letzten Jahren irgendwie ganz gut vorangekommen alles. Wir haben sehr, sehr viel gespielt und man verkauft dann auch die eine oder andere Platte mehr und so. Und diesmal wurde dann eben ein größeres Rad gedreht. Komm, lass uns das mal machen, weil jetzt nach so vielen Jahren wäre es einfach mal an der Zeit, eine Vinyl zu machen. So fing das eigentlich an. Ich wollte unbedingt von meiner eigenen Band mal eine Vinyl haben, weil ich einfach auf Vinyl auch stehe. So. Und dann kam das Label mit dieser Box-Idee. Ja, eben. Um die Ecke und dann haben wir uns eingebracht und so ist das alles entstanden. Jetzt haben wir ein Spiel und dieses hier ein Patch und die Vinyl, die es nur in der Box gibt, das ist ja auch wieder so ein Ding. Es gibt also nicht, es gibt halt 300 Boxen, 300, haha, ne? Und dann gibt es da, keine Ahnung, Magneten für einen Kühlschrank, was ich auch lustig finde, ein Lanyard und allerhand Zeug und ich finde, das ist einfach eine sehr wertige Box. Also da ist einfach viel Value for Money, was da drin ist, für die Leute, die sich für sowas einfach interessieren. Ne? Und für die anderen gibt es da trotzdem dann die Platte oder das Streamings oder sowas. 300, da wusste ich natürlich, da fällt einem natürlich immer relativ viel zu ein. Ne? Release Party an den Thermopylen mit Match, der erste FC Sparta gegen die Persia. Reinigung Olymp. mein Plattenspieler ist aus Stein. Ja, selber drehen. So ist es. Ja, also Vinyl kann ich total nachvollziehen. Das hat ja irgendwie, ist das ja nie so richtig gestorben. Und irgendwann haben die sich dann wieder bekrabbelt und gesagt: So, hey mal, so ein Cover, so ein CD-Cover ist ganz geil. Aber wie wär's denn, wenn wir das 5-mal so groß machen und dann sieht das viel schöner aus? Und dann sind ja ganz viele Leute wieder drauf aufgesprungen und es gibt so viele Sammler. Ja. Ist auch ein schönes Produkt. Es ist wirklich dann auch so ein bisschen Retro und auch ein bisschen für uns vor allen Dingen, die was älter sind, ist das noch ein nostalgischer Wert dahinter und so. Und ich finde das auch gut. Ich habe dann das Gefühl, wenn ich mir eine Platte kaufe, und ich kaufe mir wirklich CDs und Platten ständig und so, nach wie vor, dann, dass ich das richtig gemacht habe, dass ich das richtig angepackt habe, so wie es für mich sich richtig anfühlt, ne? Und so, das ist einfach eine individuelle Sache. Es gibt dabei, glaube ich, kein richtig oder falsch, es ist sehr individuell. Ja, umso mehr man die Band unterstützt, ist umso besser. Wo du gerade auf so Wortspiele stehst, ist ja schon mal aufgefallen, dass in dem Wort Buzuki, ne, das Wort Uso steckt? Selbstverständlich, also das erste, woran ich gedacht habe. Okay. Eiskalten, bitte. Okay. Ja. Das kenne ich noch so von meinem Papa. Wir waren tierisch oft zusammen essen beim Griechen. Ja. Und da gab es zum Bierchen halt immer ein Uso, ne? Immer. Ja, wie sich das gehört, das ist ja, das reinigt ja den Magen. Ja, das ist hoch gesund. Ja, weil auch Mengen, habe ich gelesen. Ja, also umso mehr Uso man trinkt, umso besser kann man dann hinterher auch
spielen auch. Also. ihr seid jetzt bei Aufnahme 6. Würdest du zustimmen, wenn man, man sagt ja irgendwie so, das dritte Album ist ja also immer so dieses Make It or Break It. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich muss das erstmal vorher definieren, so wie ich das Break It verstehe. Wenn mich Leute fragen, meinst du denn wirklich, dass du jetzt nach so und so vielen Jahren und mit der nächsten Veröffentlichung es mit deiner Band schaffst? Diese Frage kommt häufig, ne? Weil es ein unterschiedliches Werteverständnis gibt. Dann muss ich einfach sagen, ich habe es mit meiner Band bereits geschafft. Ich mache nämlich Platten, so wie wir uns das alle wünschen. Wir haben einen Plattenvertrag mit einem tollen Partner, wir haben ein Management, wir spielen Tourneen, wir spielen schöne Festivals. Für mich, in meiner Definition, ist das so, wir haben es mit der Band geschafft und können das tun, was wir so gerne machen. Wenn man das misst an Kapital ausschließlich und sagt, irgendwie kannst du davon leben? Nee, kann ich nicht. Aber das war auch nie das Ziel. Das Ziel ist, dass ich das machen kann und das in mein Leben reinpasst. Ich glaube, dass die Band sich bereits etabliert hat. Und zwar in dieser Nische, und das ist ein Nischenprodukt. Das ist ein klares Nischenprodukt. In dieser Nische, wo es stattfindet, ist es angesagt. Wir haben sehr viel positive Kritik. Wir spielen eigene Shows, wo auch mehr als 100 Leute kommen. Wir spielen tolle Slots auf Festivals. Man kennt die Band. Das ist aber jetzt nicht irgendwie eine Band, die alleine die irgendeine Arena voll macht oder auch keine Turbinenhalle oder so. Aber das muss es auch gar nicht. Wenn es dahin wandern würde irgendwann, würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich dann mehr Menschen vor mir habe, denen ich meine Geschichte erzählen kann. Oder wir als Band das erzählen können, was wir erzählen wollen. Aber wenn das nicht passiert, ist es auch okay, weil wir bekommen sehr viel Zuspruch. Wir verkaufen Platten, wir landen in irgendwelchen Charts hin und wieder und so. Und das ist doch schon toll. Und da muss man einfach auch ein bisschen demütig bleiben und sagen, ey, dass wir schon das bis hierhin geschafft haben, aus dem Nichts sozusagen, ist so geil. Alles, was darüber hinaus ist, ist noch the cherry on the pie. Und so betrachten wir das. Darum haben wir auch keinen Druck und keinen Stress damit oder so, sondern wir freuen uns jedes Mal, wenn eine Platte kommt und hoffen, dass das viele mögen und uns schreiben und sagen, ja, ich komme auf ein Konzert oder ich habe mir die Platte angehört und ganz toll, vor allen Dingen dieser Song und so. Das ist doch das, was es ausmacht. Ne? Wenn man den Stress ein bisschen rausnimmt, dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Ja, ich sehe das auch so. Ne? Also wenn ich jetzt eine Band hätte, so oder ich sag mal, ich würde den Weg einschlagen, mir eine Band suchen und so weiter und so fort. Und mein erstes Ziel wäre natürlich, mein erstes und oberstes Ziel wäre, ich möchte gerne eine CD machen. Und wenn ich eine CD gemacht habe und ich habe die in der Hand und da bin ich drauf mit meinen Jungs und wir haben es nicht komplett verkackt, dann habe ich es doch schon geschafft. Und alles darüber hinaus ist nur Bonus. Ja. Und du verbindest damit dieser CD eine ganze Menge. Die Zeit, wo das geschrieben wurde, die Zeit in dem Studio, das, was schiefgelaufen ist, den Stress, den du vielleicht hattest, um deinen richtigen Partner zu finden. Die erste Platte, die zweite Platte, die erste Tournee, wo man dann plötzlich verkackt hat und wo da eine krank geworden ist. Und das ist ja eine Geschichte, die geht ja immer weiter, immer weiter. Und jetzt 17 Jahre, ein Line-Up, 6 Veröffentlichungen, das alleine zu überstehen. Manche Leute schaffen das nicht die Hälfte der Zeit mit den gleichen Persönlichkeiten sozusagen, die alle unterschiedlich sind, die in 17 Jahren auch alle andere Wege gehen, vielleicht Familie gründen, Job wechseln und so. Und wir haben das halt bis hierhin fertig gebracht und da sind wir sehr, sehr stolz und froh, dass das so ist. Und darum ist es für mich überhaupt gar keine Frage, ob das ein Break-It ist. Die Band hat schon vor Jahren gebreakt, aber in meinem Verständnis. Ich messe das nicht an monetären Grenzen. Ne? Das klar, die Band verdient auch Geld, so ist es ja nicht. Also das geht ja schon voran, aber weit davon entfernt, dass man davon leben könnte. Aber das wollen wir auch gar nicht. Oder anders, das ist nicht das Ziel. Ne? Ich spiele ja auch bei Rage Schlagzeug, da ist es auch wunderbar und das ist eine deutlich größere Band und das geht schön nach vorne. Ich habe aber auch eine Agentur, ich unterrichte an der Uni. Ich mache halt viele, viele Sachen, die schön sind, immer um die Musik herum oder so. Bestreite mein Leben und kann immer schöne Sachen machen. Das ist doch irgendwie das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das habe ich ja mit 40 angefangen. Bis 40 war das alles nicht so. Da war ich noch in einem Industriejob gefangen und so und habe dann alles geschmissen und dann diesen Weg eingeschlagen und ich bin halt reicher als die Reichen, weil ich einfach total zufrieden bin mit dem, was ich mache. Von daher ist es schon lange ein Break-It. Ne? Ja, ich sehe es vor allen Dingen
immer so soundmäßig, ne? Also viele Bands haben ja so bei den ersten Album schmeißen die erstmal alles irgendwie, was sie so an kreativen Einflüssen haben, an die Wand und gucken, was kleben bleibt, ne? Das haben wir auch irgendwie gemacht, glaube ich. Ich finde das auch total normal, weil man muss ja auch, das ist ja auch so eine Gruppen Selbstfindungsgeschichte erstmal. Klar, du musst erstmal eine Stilistik finden und gerade wenn du sowas, sagen wir mal, Neuartiges machst oder etwas, was eben noch nicht so gibt, dann musst du irgendwie den Platz dafür finden. Sowohl technischer Natur, welche Frequenzen beißen sich womit und so, als auch eben innerhalb der Musik. Soll es sehr orientalisch werden oder soll es sehr rockig werden? Oder wo genau sitzt das? Gibt es Kernmelodien, die gesteuert werden oder ist es nur irgendwas, was im Hintergrund wie so ein Keyboard-Ersatz passiert, um irgendwelche Flächen zu tragen? Oder was mache ich denn eigentlich damit? So, ne? Also das muss man herausfinden. Wir haben in den ersten drei Veröffentlichungen auch eine Menge Songs, wo überhaupt keine Bouzouki drauf ist. Da hat mein Bruder Gitarre gespielt, weil es einfach nicht gefallen. Das passt da einfach nie rein oder so. Und das hat sich auch mit der Zeit einfach entwickelt. Und ich glaube, dass wir speziell die letzten beiden Veröffentlichungen, also diese und die davor, dass wir da jetzt schon jetzt eine Marschrichtung haben, wie wir sagen würden, so klingt die Band heute. Ja, das ist das Spektrum, in dem es sich bewegt. Das geht nicht weit darüber hinaus, es ist da immer in diesem Cluster. Also da fühlen wir uns auch wohl. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, also man merkt das schon, also ich habe jetzt die ganzen Reissues von Trouble, mache ich gerade nebenher noch. Und das ist ganz interessant, wenn du dann irgendwie so, du hast die erste Platte, du hast die zweite Platte und auf einmal macht es irgendwie so bei der dritten Platte, macht es knack. Und du weißt so, ja, okay, das ist es jetzt. So, das ist jetzt deren definitiver Sound. Mhm. Und das finde ich super interessant. Das ist für mich auch so ein Punkt. Total schön, was du sagst, weil das bedeutet, dass man im Laufe der Geschichte, du hörst dich ja durch die Geschichte, dass du dann irgendwann die Band entdeckst. Dann ist dieser eine Moment, wo du die Band entdeckt hast. Ist okay, alles klar, so klingt sie. Das ist der Charakter von dem Ding. Und dann kannst du sie auch wiederfinden und wiedererkennen, ne? Jetzt mal unabhängig davon, ob du es gut findest oder nicht, aber du kannst ihr einen Charakter zusprechen und sagen, das ist das, so hört sich das an. Das habe ich verstanden, was das angeht. Wenn du jetzt TSC hören würdest und du hörst nur die ersten zwei Veröffentlichungen, dann wirst du wahrscheinlich noch so ein bisschen strugglen. Hörst du die letzten zwei oder drei Veröffentlichungen durch, dann wirst du diesen Moment wahrscheinlich haben, okay, so klingen die. Ich sage nicht, dass du das unbedingt mögen wirst, sondern so klingen die. Und ob du es dann magst, das wirst du schon selber rausfinden. Ja, das ist bei mir so eine Sache. Ich höre auch schon unglaublich lange Rock und Metal. Aber manche Sounds, für die ist man zu einem gewissen Zeitpunkt einfach noch nicht reif so. Und dann so 5, 6 Jahre später hörst du dann gleich nochmal irgendwie, was weiß ich, Random Blood von Slayer und denkst dir so, Mann, ist das geiler Scheiß. Und Entschuldigung gerade nochmal an dich und die Zuschauer, hier hat mich einfach irgendein wildfremder Mensch frecherweise angerufen. Kein Problem. Ich werde nie angerufen, ja. Nie. Das ist auch original, ich werde nie angerufen, außer es passt gerade nicht. Okay. Also du hängst gerade an der Klippe mit der letzten Kraft und wer ruft dich jemand an? Also ungefähr so läuft das bei mir. Und du musst dran gehen. Ja, es ist wie bei Saw, es ist ein Muss. Ja, wie war es jetzt eigentlich mit den Aufnahmen? Wann genau habt ihr die Aufnahmen gemacht? War das schon 2019 oder ging das tatsächlich bis in diese teuflische Pandemiezeit mit rein? Ging in die teuflische Zeit. Also wir haben 2019 unsere letzte Tour gespielt. Das war im Dezember. Da haben wir die Band Nazareth supportet für ein paar Shows. Wir sind gut befreundet mit denen und so und haben dann schon eine ganze Menge Shows mit denen gespielt. Das war eben mal wieder an der Zeit. Und danach haben wir angefangen, die Vorproduktion zu machen, also wirklich Kreativarbeit und so. Da war die Pandemie ja noch nicht. Und ich bin dann im Februar noch auf Tour gewesen mit Rage zum Album, was da veröffentlicht wurde, das Wounds of Rage. Und als wir zurückkamen, 2, 3 Wochen später, ging das dann ja erst los. Das heißt, wir haben uns mit TSC im Januar in die Vorproduktion begeben, die ersten Male uns getroffen, so ein bisschen, ja, und hier, ich habe ein paar Ideen und so. Dann war ich weg, dann kam ich wieder zurück, wir haben weitergemacht und dann kam die Pandemiezeit. Und dann war halt lange Unterbrechung, logischerweise, weil wir uns dann nicht sehen konnten, so wie wir wollen. Ne? Und dann haben wir im Sommer
wirklich losgelegt und gesagt, okay, wir nutzen jetzt die Zeit, man kann nicht spielen, alles klar, aber im Sommer waren die Zahlen ja wieder unten. Und dann haben wir angefangen, Studioarbeit zu machen, also Vorproduktion, Kreativarbeit. Und das hat sich eine ganze Weile gezogen, bis das dann mal so ist, wie wir das haben wollen. Und dann haben wir im März diesen Jahres, mit den Aufnahmen begonnen und Mitte Mai waren wir fertig. Also 2 Monate haben wir dann mit Aufnahmen und mit der gesamten Bearbeitung für das Album gebraucht. Genau. Ja, das ist ja, habe ich jetzt auch schon öfters gehört, ne, so, ich frage die Frage ja immer wieder, ne, weil ist ja momentan, sind wir ja noch nicht durch. Gedrückt, dass es nicht mehr lange so ist. Aber was ich da schon für Storys gehört habe mit den Probezeiten, mit den ganzen Aufnahmen und alles, da hast du die eine Band irgendwie, die ja total entspannt macht, irgendwie so, ja, auch und dann haben wir irgendwie halt nicht geprobt und dann war da zwischendurch so eine Nische, haben wir geprobt, haben wir aufgenommen, fertig so, ne? Juckt die gar nicht. Und dann gibt es halt Leute, die sich da teilweise 2 Wochen im Proberaum versteckt haben, weil sie halt nicht vom Proberaum zurück zum Hotel durften, irgendwie in Spanien oder so. Und ja, das ist schon alles nicht einfach, ne? Nee, das war überhaupt nicht einfach. Aber wir, für uns war es wahrscheinlich einfacher als für andere, weil wir einfach zu Hause sind und waren. Unser Studio ist in unserem Umfeld 5 Minuten von zu Hause weg. Das ist unser eigenes. Und wir haben ja auch die Produktion selber gemacht. Unser Gitarrist ist halt Profi, was das angeht. Also hat das auch wirklich gelernt und so. Und somit waren wir vollkommen entspannt. Und wir haben es aber ernst genommen. Wir tragen eine Verantwortung. Einige von uns haben Kinder und Familie und so. Wir haben all das gemacht, was notwendig war, bis es wieder erlaubt war. Und erst dann haben wir auch wieder losgelegt. Natürlich bist du dann selber kreativ und schickst Dateien rum, wie das jeder macht und konferierst ein bisschen online und so. Aber der wirkliche Prozess passierte erst dann, als wir uns wieder sehen konnten und wieder zusammen im Studio waren. Und wenn du dann so 2 Monate im Studio bist und diesen Luxus hast, sagen wir mal, sowas machen zu können, dann entsteht da auch richtig was. Erst recht nach so einer Durchstrecke, wo du wirklich wild darauf bist, jetzt wieder endlich, ne, und dann sprühst du ja über vor Emotionen, dass du deine Kumpels wieder siehst und dass du wieder musizieren kannst. Und dann entsteht da auch was Schönes, glaube ich. Und das haben wir hoffentlich geschafft, das festzuhalten auf dieser Platte. Hört sich auf jeden Fall danach an, kann ich dir schon mal so spoilern. Danke. Da gibt es ein Gerücht, was ich hartnäckig gehalten hat über die letzten Jahre. Ist es wahr, dass der Rage-Proberaum in Herne ist? Der Rage-Proberaum war in Herne viele, viele Jahre und zwar auf dem Stennert in dieser Villa. Ja, ich wollte es jetzt nicht, falls es noch stimmt, wollte ich jetzt nicht die Millionen von Fans dazu bringen, dass sie euch den Proberaum eintreten. Nee, das ist schon lange, lange nicht mehr dort. Ist geil. Pivi Wagner ruft mich gerade an. ich kann spoilern, das war nicht derjenige, der mich gerade angerufen hat. Okay. Lange, lange, aber das ist schon seit 15 Jahren nicht mehr da. Und als wir zusammenkamen, ich mit ins Line-Up kam 2015, haben wir die Infrastruktur von Tricycle Corner genutzt. Der ist nämlich der Proberaum hier in dem Ort, wo ich wohne. Und der ist halt auch groß genug und so weiter. Und da sich die beiden Bands Musiker teilen, haben wir dann, und da war ja noch Refuge mit im Spiel am Anfang, da haben wir alle zusammen eine Anlage, ein Setup im Proberaum von TSC genutzt. Und so wurde dieser Proberaum eben der TSC und Rage-Proberaum, das er bis jetzt ist. Der ist direkt bei meiner Firma, wo diese Agentur ist. Da ist auch das Lager, wo die ganze Backline drin ist und so. Das ist alles einfach zentral an einem Ort hier. Aber ja, Ursprung war in Herne. Die haben angefangen Mitte der 80er Jahre und waren bis, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, bis 99 dort in der Villa. Also 15 Jahre oder so. Und dann gab es eine neue Ära, als die FD Miadis-Brüder raus sind. Ist dann Victor und Mike Terana sind dann reingekommen und das fand schon an einem anderen Ort statt. Also der Proberaum war da schon nicht mehr in Herne. Soweit ich mich, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich das Gerücht wahrscheinlich gehört, nachdem ihr schon längst nicht mehr da wart.
Vor Internetzeit. Es gab eine Phase zwischendurch, wo Refuge nochmal am Standard geprobt haben, Manni, Chris und Pivi. Jahr lang oder so, wo sie dann dort ihre Plörren hatten und sich auf die Festivals, die sie gespielt haben und so weiter, vorbereitet haben. Das gab es auch nochmal, aber das war nur von kurzer Dauer. Alles klar. Ist ja auch das geklärt, liebes Internet. Ja, wichtige Dinge, ne? Ja. Ja, ich bin ganz ehrlich, als ich dann den Namen Tri-State Corner das erste Mal gehört habe, das war vor Jahren, Plural, da habe ich noch gar nicht so viel recherchiert, noch nicht geschrieben und so weiter und so fort. Da dachte ich, Tri-State Corner ist doch bestimmt eine US-Band. Nein, das bezieht sich aufs Dreiländereck Griechenland, Polen, Deutschland, ne? Genau, das ist einfach ein eigenes Dreiländereck. Wir haben halt ein paar Länder weggeschubst und Griechenland einfach an Deutschland und Polen angedockt, ne? Und ein neues rausgemacht. Wir sind einfach alle, wir leben hier, also die zwei von uns sind, also mein Bruder und ich, wir sind hier geboren. Der Christos und der Christoph, die beiden sind eben jeweils in Griechenland oder in Polen geboren, aber wir sind alle hier aufgewachsen, auch von klein auf sind sie hier rüber und so. Wir sprechen auch Deutsch, wir waren in deutschen Schulen und so weiter und so fort und haben eine sehr starke deutsche Komponente und noch eine traditionelle Komponente, die man von zu Hause mitgekriegt hat. Und wir versuchen einfach all das, was wir so, diesen ganzen Kulturmix, den wir so leben und erlebt haben, irgendwie zu was Sinnvollem zusammenzubrauen, statt uns die Köpfe einzuhauen, lieber was Schönes, Kreatives machen und das auf die Bretter zu bringen. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn man so gar keine interessanten Wurzeln hat und wirklich traditionell alles deutsch ist zu Hause, dann hat man manchmal das Gefühl, dass wir gar keine Kultur haben. Entschuldigung ans Publikum, falls ihr mich versteht, aber... Also ich kann mir vorstellen, dass du das, dass der eine oder andere das denkt, aber ich würde da jeden, der das denkt, dazu aufmuntern, sich mal Deutschland anzusehen. Ich habe mir sehr viel in Deutschland angesehen. Ich gehöre zu den wenigen, die ganz viel Urlaub schon in Deutschland gemacht haben, um Ecken kennenzulernen, die ich so nicht kenne. Und Deutschland hat ein wahnsinnig viel Kultur, wenn man nur ein bisschen hinguckt. Man muss eben nicht an der Oberfläche bleiben. Ne? Ja, ich meine jetzt so wirklich so von der Familie her, wenn du zu Hause bist und du hast Familienfeste und so, ja, da hast du halt alte Leute, die Schlager und Volksmusik hören. Ja. Also zu unserer Kultur gehört auf jeden Fall Kartoffelsalat und Nudelsalat, Bockwürstchen, Schweinebraten. Aber dass wir wirklich irgendwie sagen, so, da sind irgendwelche kulturellen Rituale außer sonntags Kuchen essen. Oh, ich meine, wir hören ja jetzt nicht irgendwie im Verwandtenkreis zusammen Mozart oder so. Ne? Das ist, heute sind wir mal wieder ein bisschen deutsch, leg mal ein bisschen Beethoven auf oder so. Ne? Sowas findet ja nicht statt, so wirklich, wirklich kulturelles. Sondern halt eher so Sachen, die so in der Familie irgendwo so nachhallen. Wie zum Beispiel, bei der Oma gibt es Sonntag Kuchen. Ich glaube, das ist ja eine Wahrnehmung. Ich fand vieles zu Hause, was zu Hause war, rein griechisch, also weil der Eltern aus Griechenland stammen, empfand ich vieles, was ich dann heute später erzähle, dass wir das so gemacht haben und der eine oder andere sagt, wow, krass, cool, empfand ich als stinkelangweilig, was für mich normal war. So. Oder sogar als störend, wenn ständig 1000 Leute zu Hause waren und man immer irgendwie 5 Stunden lang essen musste und 3000 Gerichte auf ein und so. Ich fand das immer total ätzend. Und wenn du das heute erzählst, jemand sagt, boah geil, bei denen ging richtig die Luzi ab. Also ich glaube, das ist eine Wahrnehmung einfach. Das ist, man sitzt bei Oma und isst Kuchen und so. Und jemand anders vielleicht aus einer anderen Tradition denkt, boah geil, die Familie kam zusammen, die haben sich Mühe gegeben, dass alle Generationen an einem Tisch. Verstehst du? Also das ist immer die Frage, wie so etwas dargestellt wird. Ich glaube, ich stehe total auf, ich bin also in Deutschland Fan, so ein richtiger. Auch im Fußball im Übrigen, schade, dass es nicht geklappt hat. Schade, ja. War vielleicht nötig, damit es jetzt vorangeht. Naja, und ich glaube, dass es sehr viel Kultur und sehr viel Tradition in Deutschland gibt. Man muss nur ein bisschen genauer hingucken. Wir dürfen nicht so stumpf sein und denken und so nur die Oberfläche betrachten und sagen, ja, woanders geht da mehr ab und bei uns ist es ja alles irgendwie so träge und alles beige in beige. Das ist nicht so richtig so. Vor allem gibt es unheimlich viele Kulturmixe,
deutsch-deutsche Kulturmixe innerhalb des Landes, was total spannend ist. Wenn du mal nach Brandenburg gehst oder nach Freiburg und guck dir mal die unterschiedlichen Leute da an und die Bauten und so, das ist schon abgefahren, was es hier so gibt. Oder geh mal ins Allgäu, ja, in irgendeinen, ne, in so einen kleinen Ort oder so, das ist wieder eine vollkommen andere Nummer, oder nach Hamburg. Also da ist schon viel los, man muss es nur entdecken wollen, weißt du, einfach entdecken wollen, dann entdeckt man auch ganz viel. Ich bin auch nicht viel rumgekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich war noch nie in Berlin, ich war noch nie in Hamburg oder in Bremen oder sonst wo. Ich war ein paar Mal irgendwie im Ausland, heißt irgendwie Spanien, Italien, Dänemark, Belgien, Bulgarien und Tschechien. Und einmal England. England fand ich bis jetzt tatsächlich dann auch, ja, und Holland, ne? Aber England war tatsächlich am spektakulärsten bis jetzt so. Ja, also ich kann dich nur dazu ermutigen, ganz viele Länder zu sehen, ganz viele Kulturen zu erleben. Das ist einfach toll. Aber fang mal in Deutschland an, weil schon das nächste Bundesland ist ein neues Land, wo du viel entdecken kannst, ne? Ja, ich werde demnächst auf jeden Fall mehr rumkommen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil so nach der ganzen Pandemie-Geschichte, man will einfach nur noch weg. Ja, man will sich bewegen, das stimmt, ja. Ja, das, der Fluchtinstinkt ist groß. Ja. wie sieht es bei euch mit Post-Corona aus? Was ist für dich jetzt hier so als Einzelmensch und Nicht-Musiker, beziehungsweise nur als Person, das, was, wenn jetzt hier alle Grenzen wieder fallen und wir wieder alles machen dürfen und so weiter und so fort, was ist das Erste, was du machen willst, was du vermisst? Kann ich drei Sachen nennen? Ja. Also ich möchte viel Zeit mit den mir wichtigen Menschen verbringen. Und zwar immer dann, wenn ich das möchte. Ich habe eine nahezu 70-jährige Mutter. Mein Vater gibt es nicht mehr. Die möchte ich häufiger sehen, einfach, weil ich nicht weiß, wie lange ich sie noch habe. Ich möchte gerne, also das ist so ein Ding, Menschen, die mir nahe sind, häufig sehen und diese Beziehung pflegen. Das möchte ich viel intensiver machen als vorher. Vorher verschwindet man in seinem Leben, in seinem Tun und telefoniert hin und wieder und merkt gar nicht, dass sie schon wieder irgendwie 6 Wochen um sind, dass du deinen Kumpel getroffen hast oder deine Familie oder so. Das möchte ich besser machen als vorher. Das Zweite ist, ich möchte gerne Aufklärungsarbeit machen. Ich möchte gerne mit Menschen mich unterhalten, kontroverse Gespräche führen, weil diese Pandemie uns einen Spiegel vors Gesicht gehalten hat. Ich will nicht damit sagen, ich möchte eine Seite vertreten, obwohl ich das natürlich tue. Ich habe meine Meinung, aber ich möchte gerne verstehen, warum die Leute so unterschiedlich ticken. Ich möchte das rausfinden, was denn da der Punkt ist. Vieles kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass es so ist, wie es ist. Aber ich bin ja auch der Meinung, wenn wir in Politik gehen zum Beispiel, ich bin ja auch der Meinung, dass ich bin alles andere als irgendwie rechtsorientiert, aber ich bin der Meinung, es muss solche Parteien geben. Es muss eine rechte Partei geben, es muss eine radikale Parteien oder Parteien, die was anderes befürworten als die Mitte links und Mitte rechts und so. Und warum? Nicht, weil das so toll ist, was sie denken, sondern weil es einen Dialog braucht. Es braucht diesen Dialog. Man muss über diese Dinge sprechen. Ich finde es nur nicht gut, wenn es zu weit geht, also wenn die zu stark werden oder so und das Schiff wieder Schlagseite bekommt. Aber den Dialog muss es geben. Es muss Kontroversen geben, damit man das wieder hier vorne in der Birne hat und darüber redet und möglicherweise ein neues Verständnis kreiert. Also, ich habe auch das Gefühl, dass wenn du so eine Partei hast, die das Ganze irgendwie öffentlich vertritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das halt so im Untergrund so vor sich hinkokelt und glüht und glimmt, richtig, und irgendwann alles zum alles vernichteten Inferno ausbricht, geringer definitiv, weil wenn du so eine öffentliche Versammlung von Matschbieren hast, die sich irgendwie dann total zum Affen machen vor der Kamera, sich gegenseitig widersprechen, sich gegenseitig in den Rücken fallen, die machen es den Leuten, die rechtsorientiert sind, ja wirklich schwer, denen die Stange zu halten, weil die merken so, dass das sind halt Muppets, ne? Ja. Das sind halt keine, Gott sei Dank sind das keine brillanten Köpfe, die da vor den Kameras stehen und uns irgendwie komplett durchmanipulieren. So, das sind halt Leute, die halt die halt keine Struktur haben, größtenteils. Ja,
Das sind einfach denkende Menschen, glaube ich, oder einfach strukturierte Leute. Okay, aber es ist so, wie du es auch sagst, so sehe ich das auch. Es lodern viele kleine Feuer und es ist besser, wenn sie an der Oberfläche sind, dann sieht man das auch und dann kann man darüber reden, bevor sowas irgendwie hinterm Vorhang passiert und dann passiert ein Inferno. Und das sehe ich auch so. Deswegen ist der Dialog so wichtig. Und das Dritte, was ich auf jeden Fall machen möchte, ich möchte das, was mir passiert ist in dieser Pandemiezeit, nämlich ich habe mein Leben entschleunigt, daran möchte ich festhalten. Ich mag diese Entschleunigung. Vorher war es viel stressiger und viel mehr alles und Terror und du kamst überhaupt nicht zur Ruhe, bin auch so ein bisschen so gepolt. Und jetzt geht das alles mit einem ganz anderen Rhythmus, schaffe genauso viel, aber es ist viel entspannter. Es sind viel mehr Ruhezeiten dazwischen, es sind viel mehr, ich kann den Moment besser erleben und auch intensiver erleben und genießen und nehmen mir die Zeiten, die dann halt wichtig sind für meine Partnerin oder für Familie oder für etwas anderes und leiste trotzdem genauso viel Arbeit und mache das, was notwendig ist. Aber der Gedanke ist, das Ganze in einer entschleunigten Version, das war es vorher nicht und das möchte ich gerne beibehalten. Dazu habe ich eine Frage, die mir jetzt tatsächlich, während du das gesagt hast, eingefallen ist. Bezieht sich auch unmittelbar darauf. Ich finde Einkaufen finde ich mega anstrengend. Fand ich schon immer irgendwie nicht so cool. Mhm. Aber ist dir aufgefallen, dass dadurch, dass du dich ja komplett entschleunigst, dass solche Geschichten, die du machen musst, wie jetzt zum Beispiel einkaufen zu gehen, wesentlich anstrengender sind als vorher? Ja, unbedingt. Oh. Weißt du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt daran, dass du sie intensiver wahrnimmst. Vorher war das so eine von 10 Sachen, die du noch eben schnell machst und dann denkst gar nicht drüber nach. Du flitzt quasi an der Zeit und am Leben vorbei. Und jetzt, wenn es entschleunigt ist, spürst du jede Minute viel intensiver. Und somit auch diese blöde Minute beim Einkaufen. Ich hasse Einkaufen. Wie die Pest, ich kann das einfach nicht ausstehen. Und dann latsch ich da rein und ich finde das dann bis 25 Minuten bei irgendeinem Anbieter und das fühlt sich an, als wäre schon 2 Stunden da und bist genervt schon wieder von irgendeinem anderen, der dir auf den Sack geht vor dir und so. Also ich kenne das und es ist intensiver. Ich glaube, das liegt daran, dass man bei Entschleunigung stärker den Moment erlebt. Ja, es ist für mich ist es halt so, du hast die ganze Zeit keine Leute um dich. Ne? Du bist halt wirklich ganz, ganz viel mit dir selbst alleine oder nur mit deinem Partner, nur mit deiner Familie so. Und diese Situation, wo du halt so durch die Gegend hetzt und 1 Million Menschen gefühlt um dich rum sind, die hast du halt in dieser Corona-Zeit so gut wie gar nicht gehabt, wenn du clever warst, weil dich halt, ne, du hast das Ganze halt zurückgefahren, hattest keinen Bock irgendwie auf Menschenmassen vernünftigerweise, weil keinen Bock hattest, krank zu werden, Leute anzustecken und so weiter. Ja. Und ich muss ein bisschen mehr aufpassen als andere Leute, weil ich bin Diabetiker. Deswegen habe ich mich sehr viel aus allem rausgenommen. Und wenn du dann halt in so einen Supermarkt gehst und da sind dann einfach mal 120 Leute irgendwie gefühlt irgendwie um dich rum und du stehst an der Schlange und die Leute rücken dir auf die Pelle, halten den Abstand nicht ein und so weiter und so fort. Ich fürchte nicht. Ja, kriegst Blutdruck, aber richtig, ne? Dann meckern sie auch noch, wenn sie angesprochen werden darauf, warum sie denn so, dann sind sie noch angepisst, ne? Also es ist schon, genau. Ich habe vor kurzem gehört, dass es hier in einem Nachbardorf, sind irgendwie 10.000 Einwohner oder so, dass als die Impferei gestartet ist, ne, dass sie die Prioritätengruppe 1, muss man sich jetzt vorstellen, was das heißt, Prio-Gruppe 1, dass sie in den ersten 2 Monaten 75% Impfverweigerer hatten. 75. Ich will nicht damit sagen, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Wie gesagt, ich habe meine Meinung. Und jeder soll seine haben. Aber 75 Impfverweigerer von der Prio 1, das sind ja die Leute, die, was ist das, Ü80 oder was? Ja. Was gibt's denn da noch? Also, es erschließt sich mir einfach nicht. Was könnte ein möglicher Grund dafür sein oder ein plausibler Grund für eine so große Menge an Menschen, mehrere tausend sozusagen dann am Ende oder mehrere hundert in diesem Fall, in diesem Dorf, zu sagen, nee, will ich nicht. Es ist sicherer ohne. In der Anfangszeit? Echt jetzt? Verstehe ich nicht. Erschließt sich mir nicht. Und da gibt es eben ganz viele Dinge, die sich mir einfach nicht erschließen. Das einfach in meinem Kopf nicht funktionieren will. Ja, das ist, also ich auch, ja, an die Fans und so, oder Zuschauer oder Leute, die mich hassen, mir egal. Hauptsache ihr guckt und klickt.
Ich bin komplett durchgeimpft. Ich habe morgen ist dann der Tag, wo ich dann, ich wache dann morgens auf und sehe aus wie Captain America, weil 5G kickt und mein Chip dann aktiv ist. Und einfach alleine dadurch, dass ich halt multiple Risiken habe, so einen schweren Verlauf zu kriegen, war das für mich wie Weihnachten, mir das Zeug in den Arm jagen zu lassen. Weil ich, also ich habe da tatsächlich Panikattacken gehabt seit März letzten Jahres und die sind jetzt weg. Weil in meinem Kopf, ne, ist das Ganze jetzt wieder so ein bisschen entspannter. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich nochmal, ich bin weit davon weg, jemandem zu schreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Jeder muss es wirklich für sich entscheiden und ich glaube auch, dass jeder, dass es einfach dazugehört, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Ich vertrete nur meine Meinung. Ich bin auch durchgeimpft, schon längst. Und ich halte das für den richtigen Weg. Ich halte das für den, ich sage nicht, das ist der richtige Weg, das weiß ich nicht. Ich halte das für den richtigen Weg. Und ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die den anderen Weg für richtig halten. Die gibt es. Und wir streiten deswegen nicht. Das ist ja deren Meinung. Das ist ja auch okay. Ich wünsche, dass das für sie alles gut läuft. So, also mehr kann ich ja dazu nicht sagen. Schwierig wird es dann, wenn es ignorant wird oder wenn es radikal wird. Alles, was radikal ist, ist doof. Wenn jemand sagt, ja, aber ihr macht ja so und das ist ja alles. Also das mag ich dann nicht. Also ich möchte nicht vom Gegenteil überzeugt werden. Ich will auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Es sei denn, man fragt mich nach meiner Meinung, dann sage ich dir auch. Ne? Meine Meinung steht fest. Für mich gibt es keinen anderen Weg. Also das ist einfach der Königsweg für mich. Und ob wir richtig liegen oder falsch, das werden wir in wenigen Jahren wahrscheinlich erfahren. Ob du richtig stehst, merkst du, wenn das Licht angeht. Ganz Irgendwie so. genau. Ja, ob du richtig stehst oder nicht, sagt ja gleich das Licht. Das geht auch, ja. Das haben die damals nicht so gesagt, aber es ist ein bisschen besser. Na, jetzt sollen wir es vorschlagen. Es läuft dann noch. Leute, die Texte schreiben, ne? Merkst du selber. Ja. Ja, also. Sind wir ein bisschen politisch abgeschweift, aber muss ja auch mal sein, wir sind ja alles nur Menschen, also soweit ich weiß. Genau, wir sind Teil einer Gesellschaft und da gibt es immer was zu erzählen. Ja, ich finde, du hast da vollkommen recht. Ich tue mich wirklich schwer damit, über diese Themen, sag ich mal, im Internet zu diskutieren, weil ganz oft kommen ja Leute und sagen, wieso hast du so eine Angst? Und das finde ich so extrem passiv-aggressiv, so dieses. Ah, okay, ja, du willst jetzt nicht irgendwie während einer weltweiten Pandemie, die über 600.000 Leute getötet hat in den USA alleine, kuscheln mit mir? So, so. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte gern leben. Geh weg. Und dann wird man ja so bezichtigt, dass man Angst hat und dass man irgendwie, dass das so übertrieben ist, wie man sich verhält. Und ich sehe das nicht so. Ich habe genug Horrorfilme gesehen, damit ich weiß, das ist gut. Ja, wir haben es doch geschafft, die 15 Monate. Ja, auf jeden Fall. Naja, ist eine endless Story, wenn man wenn das durchkauen möchte. Also hoffen wir einfach mal, dass es jetzt alles besser wird, dass uns keine vierte Welle schlimm erwischt. Sie wird kommen, aber dass sie nicht so schlimm ist, dass wir weiter vorankommen mit den Maßnahmen, die getroffen werden und so und dass das Leben und für uns das kulturelle Leben auch ordentlich wieder stattfinden kann, selbst wenn es restriktiv ist erstmal, aber dass zumindest ein bisschen was passiert, das wäre sehr zu wünschen für alle. Denn ich glaube, dass wir müde sind alle und dass es Zeit ist, dass wir ein bisschen uns befreien können. Ne? Also ich bin mir auch relativ sicher, dass es viele Leute geben wird, wenn die Konzerte wieder richtig losgehen, die sich dann weinend, Arm in Arm, Also. am Konzert treffen werden. Also ich kann es mir vorstellen. Ich gehöre zu denen, die du gerade beschrieben hast. Ich werde Gänsehaut haben bis zum Anschlag. Bis auf Augäpfel. Ja, auf jeden Fall. Ja, darauf trinke ich. Ist zwar nur ein Mate-Tee, aber habe Der gerade nichts anderes im Haus. tut's auch. Alles klar. Mehr Fragen habe ich tatsächlich auch gar nicht. War eine nette Zeit mit dir. Schön, das freut mich. Und wenn was Neues rauskommt von Tri-State Corner oder von Rage, dann können wir das meiner Meinung nach sehr gerne wiederholen. Sehr gerne.
Also wir haben mit Tri-State jetzt die eine Single und das Video raus, Gima. Ich glaube, nächste Woche geht die zweite Single, ich weiß es nicht mal genau, aber ich glaube, nächste Woche Freitag die zweite Single, Hypocrisia, und dann geht das noch ein bisschen weiter. Und Rage startet heute der Vorverkauf vom neuen Album. Das geht ja parallel quasi. Auch da waren wir kreativ und fleißig. Da gibt es die erste Single auch noch im Juli und so. Also ist viel los in unserem Kasten hier. Und ich freue mich einfach sehr, dass es jetzt alles, diese Ebene schon mal startet, bevor dann die Live-Ebene auch startet. Und jederzeit können wir über Dinge sprechen. Würde mich sehr, sehr freuen. Alles klar, gleichfalls. Dann bedanke ich mich und wünsche dir noch einen ganz ausgezeichneten Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Bleibt alle gesund, die ihr zuseht. Und zieht euch die Musik rein, die wir da so machen. Und zieht euch auch immer wieder diese wunderschönen Videos vom Dennis rein. Das ist cool. Ja, genau. Was er gesagt hat. Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao. Ciao.